Moin moin liebe Freunde der gepflegten Angelkunst und herzlich willkommen zum neuen Angelfilm meinerseits. Ich bin auf Mission, wie ihr sehen könnt, und ich bin diesmal heute am Forellenteich. Und ja, wo genau? Ich bin heute an der Angelanlage Millerscheid zu Besuch mit dem lieben David und dem Marcel. Ich möchte gerne heute eine Thematik mit euch abarbeiten, wo ich mir auch die Frage stelle, wie arbeitet man erfolgreich mit Teig? Teig auf Forelle ist heute das heutige Thema. Und ja, die Jungs sind schon am Gewässer, bauen schon ihr Zeug zusammen und ja, alles andere würde ich sagen, erklären wir euch dann vor Ort. Ja, angekommen am Forellenteich. Rechts neben mir der David, links neben mir der Marcel. Die Jungs sind von Paladin, so ich das sehen kann. Und ja, die beiden wollen mir heute erklären, wie das heute hier mit dem Forellenteig hier funktioniert. Ich habe das ja damals vor 15, 20 Jahren mal gemacht, aber mittlerweile hat sich ja die Technik ja so weit voran entwickelt und da gibt es bestimmt irgendwelche Neuerungen und das schaue ich mir heute bei den Jungs hier mal an. Und ja, möchte jemand von euch das Wort übernehmen oder? Ja, gerne. Danke dir, Ewald. Ich danke. Ja, das Rad kann man nicht neu erfinden, das wisst ihr alle. Wir haben was Schönes mitgebracht. Mal wieder den Forellenteich, den kennt ihr ja alle, den gibt es in den unterschiedlichsten Farben. Wie wir den formen, wie wir damit angeln, zeigen wir euch gleich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen heute mal einen schönen Fisch, Ewald, Marcel. Würde ich sagen. Hoffen wir noch mal ein schöner Lachs beißt oder sowas. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Auf jeden Fall sind wir heiß wie Frittenfett und ja, wir versuchen alles auf Film festzuhalten. Ihr habt ja letztes Mal schon ein bisschen gefragt bei unserem letzten Video hier in Millerscheid, wie die Glasmontage aufgebaut ist. Der Frage wollen wir natürlich nachgehen und da möchte ich euch das dann ganz einfach mal zeigen. Wir fädeln unser Glas ganz einfach auf die Hauptschnur auf. Dann kommt ein Gummistopper und dann auch schon der Dreifachwirbel, wo das Vorfach eingehangen wird. Da halten wir uns ganz einfach so bei einer Länge von einem Meter ungefähr. Und dann gerade, weil wir heute mit Teich fischen wollen, einen etwas kleineren Haken, so einen Sechser habe ich jetzt erstmal drauf gemacht. Je nachdem, wie die Fische gleich fressen, gucken wir da mal. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ja, ich zeige euch jetzt mal die Pose Glasmontage. Das ist eigentlich fast dasselbe, nur dass da eine Pose drüber her ist. Wir haben hier den Wirbel. Dann haben wir natürlich den Knoten darunter. Den Stopper. Das Glasgewicht. Und jetzt darüber kommt halt die Pose, wo wir natürlich die Tiefe mit variieren können. Und heute stehen die Fische etwas flacher und deswegen habe ich jetzt eine Pose Glasmontage aufgebaut. Da können wir probieren, dass wir die Fische wirklich von der Oberfläche bekommen. Pose Glasmontage, wie schon gesagt. Und dabei will ich mal ausprobieren, welcher Teich besser fängt. Ich angle heute den orange-gelben Teich für etwas hellere Farben. Ja, und der David? Ja, ich mache heute mal den Kontrast dazu. Ich werde dunkel rangehen, ganz einfach, um mal zu gucken, vielleicht eventuell ein Fazit zu ziehen, was fängt besser, hell oder dunkel. Ganz dunkel bin ich allerdings nicht. Die Forelle ist ein Räuber, das wisst ihr alle. Einen kleinen Farbreiz werde ich reinsetzen, damit ihr ein bisschen den Hell-Dunkel-Effekt habt. Am Sologlas natürlich und ja, gucken wir mal, was fängt. So, der erste Fisch ist erlegt, die dunkle Variante führt. Mal gucken, ob es so weiter beißt und ob wir mit dem dunklen Teich auch noch eine fangen. Ja, die helle Farbe fängt bis jetzt noch nicht so ganz, aber so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Ich probiere noch mal ein paar Würfe und dann sehen wir weiter. Ja, wie es der Zufall so will, haben wir heute Morgen unser Eis vergessen, aber hier in der Angelanlage Millerscheid können wir es auch immer erwerben. Ganz wichtig bei dem Wetter, es wird wieder wärmer. Der Sommer kommt wieder und da ist natürlich ganz wichtig, den Fisch zu kühlen, damit dem nichts passiert und wir den auch ordentlich verwerten können. Ganz wichtig, das Eis nicht unter den Fisch legen, sondern auf den Fisch drauf, denn Kälte zieht nach unten und so bleibt der Fisch auch den ganzen Tag frisch. Jetzt hier einen Biss bekommen und da hängt sie auch schon. Marcel, wärst du mal so lieb, mir den Kescher zu geben? Habe ich aber auch mitbekommen.
bei mir läuft die Pose auch weg. Schlag auf Schlag, ich habe jetzt auch einen Biss bekommen. Versuche ich mal einzufangen. Ja, der läuft schon. Und der nächste. Ja. Das Vorfach jetzt etwas länger gemacht, weil die Fische wirklich vorsichtig waren. Jawohl! Ja, super! Hier, ich gebe dir direkt den Stab des Erfolges. Die helle Farbe fängt auch, das ist ein gutes Zeichen. Wir haben gerade beide schnell einen auf den Schuppen gelegt. Ist jetzt die zweite für den dunklen Teich. Ja, und die erste für den hellen Teich. Also, es funktioniert. Mal gucken, ob es weiter so klappt und ob sich noch was zeigt, damit wir hinterher für euch auch ein Fazit ziehen können. Wir sind gespannt. Immer auf Spannung gehen und dann den Anschlag setzen. Jawohl, da hängt der Fisch. Da haben wir den Fisch. Da habe ich jetzt den Ausgleich geschlagen, 2-2 steht's. Der helle Teich fängt auch. Ja, der dunkle Teich ist wieder in Führung. Gerade der Ausgleich, sofort kam die Führung. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Mir juckt es auch in den Fingern, also wenn man die Kamera hält und den Leuten beim Angel zusieht und die Fische fangen an zu beißen, ja, dann kommt auch mein Jagdtrieb raus. Deswegen habe ich mir jetzt auch hier so eine Route von dem David geschnappt, eine Posenrute und mit so einem kleinen Bleiseil, 2,5 Gramm sehe ich jetzt hier gerade auf die Schnelle. David und Marcel haben ja schon gerade erwähnt, dass die Fische ziemlich flach stehen, also fast an der Oberfläche, deswegen passe ich hier die ganze Montage auch dementsprechend an. David hat mir freundlicherweise auch hier so eine Teigtrompete hier drauf geknetet. Und ja, damit werde ich jetzt versuchen, mal hier eine Forelle ans Band zu kriegen. Habe für später habe ich endlich auch einen Biss. Ich setze jetzt einfach mal den Anhieb und ja, aber ich denke mal, die ist safe. Ja, natürlich. Sehr schön. Eine größere. Jawohl, danke schön. Herrlich. Sau gut. Ja, hier ist meine erste Portionsforelle. Auf dunklen Teich gebissen. Ja, Tendenz geht eher zur dunklen Variante. Ja, das Wetter ist auch herrlich und die Sonne knallt auch ordentlich aufs Gewässer. Und ich denke mal, so ganz grelle Farben sind jetzt so nicht, vermute ich jetzt mal, optimal. Ja, nachdem ich auf dem hellen Teich fast keinen Biss mehr bekommen habe, habe ich jetzt auch mal den dunklen drauf gemacht. Ja, und habe sofort einen Biss bekommen. Ja, das liegt wirklich am Wetter, denke ich mal. Ja, und da hängt der Fisch. Jawohl. Ja, schöner Fisch. Den werden wir gleich mal versorgen. Auch mal wieder ein bisschen gekriegt, natürlich. Und da hängt sie auch schon. Wie ihr gerade gesehen habt, war sie ein bisschen vorsichtig im Fisch, beim Biss. Da muss man ein bisschen warten. Aber wenn man da wartet, zahlt sich das auch aus. Oh, das ist aber nett von dir. Was ein Service. Danke. Wir mussten uns heute ein bisschen was einfallen lassen. Durch das warme Wetter waren die Fische sehr vorsichtig. Wie ihr vielleicht gesehen habt, hatte der dunkle Teich ganz klar die bessere Rolle heute. Wir haben uns noch ein bisschen was einfallen lassen. Ihr kennt das vielleicht, wenn der Fisch reinkommt, man muss ein bisschen schnell sein. Daher haben wir schon fertige Teichplättchen im Angebot. Ihr müsst sie also nicht zu Hause selber vorportionieren. Vorteil ist, es geht schneller, ihr habt den Finger nicht dreckig und ihr habt immer die gleiche Größe. Ich zeige euch das mal. Wirklich dadurch auch hier dann passend in der Sorte Forelli. Im Braun, damit haben wir heute auch die meisten Bisse gekriegt. Und wie ihr das Ganze jetzt am Haken bekommt, zeige ich euch jetzt. So, ich habe mir mal zwei Plättchen rausgenommen, auch schon fertig zu einer Kugel geformt. Und jetzt zeige ich euch mal einmal, wie wir den Haken formen, damit er sich auch verführerisch im Wasser dreht. Als erstes stecken wir unseren Haken da rein und formen den zu einer Keule. Ganz wichtig ist, dass die Schnur am Ende zentral rausguckt. Weil sonst habt ihr nämlich das Problem, 1-2 Würfe, dann dreht der Teich nicht mehr und dann fliegt er ab. Ich mache jetzt eine ganz einfache Form, die sollte eigentlich jeder hinkriegen. Wir haben halt, wie gesagt, unsere Ausgangsposition, diese Keule. Und die legen wir uns dann einfach einmal hier über den Finger, drücken die Seiten runter
und drehen die ein bisschen hoch. Ja, kann man nochmal nachjustieren. Das war's auch schon. Wie man sieht, ja, ich würde sagen, so eine Art Entenfuß, Eistüte. Und wie der jetzt im Wasser dreht, zeige ich euch jetzt. Wieder hier vorne. Und da hängt sie auch schon. Ja, die dunklen Farben, gerade das Pelletbraun. Ich glaube, das ist heute so ein kleiner Bringer am Forellenteig, ne? Mal gucken, ob wir den auch in den Kescher kriegen. Jawohl. Ja, ihr habt gesehen, wie ich den Teig geformt hat. Zwei Würfel später schon die Forelle. Ich glaube, ja, es funktioniert. Ich bin zufrieden. Ich komme bei der ganzen Filmerei gar nicht richtig zum Angeln. Aber jetzt komme, was wolle. Jetzt fange ich mir aber auch noch eine zweite. Ja, ich habe jetzt mal einen hellen Teig drauf gemacht. Eben gerade habe ich ja mit einem dunklen gefangen, aber ich möchte jetzt mal gucken, dass ich mal vielleicht doch mal mit einem helleren Teig etwas ans Band kriege. So, beim langsamen Schleppen habe ich jetzt endlich eine dicke Attacke bekommen. Pose ist die ganze Zeit weg. Ich setze jetzt einfach mal einen Anhieb. Yeah! So, der Fisch mir ein Stück entgegengekommen. Petri Hall, Ewald. Ja, Petri, dann. Soll ich mal so nett sein, Kescher helfen? Diesen Service nehme ich gerne an. Gerne. Jawohl, yeah. Super, da haben wir sie auch. Sauber. Ja, schön. Schön, freut gut gemacht. Mich. Ah, verschlagen. Gehört leider auch dazu, wenn die Fische so vorsichtig sind. Aber die nächste hängt wieder. Wieder der dunkle Teich. Schon wieder einen Biss bekommen. Mal gucken, ob ich es auch kriege. Jawohl. Ich habe schon mal den Kescher parat. Ach, wenn ich schon die Kamera in der Hand halte, dann wenigstens ein Angelgerät hier. Ja. Ich höre schon die andere Bremse kreischen. Ja, die erste ist schon mal drinne. Jo, danke dir. Du bist auch am Drillen? Ja, ich bin auch am Drillen. Ich habe auch direkt wieder den Biss bekommen. Mal gucken, ob der Marcel den Kescher schnell freigibt. Ja, natürlich. Natürlich. Aber heute geht es immer Schlag auf Schlag mit den Forellen. Ja, heute ging es Schlag auf Schlag mit den Fischen. Ja, hat bis jetzt gut geklappt. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Der dunkle Teich schlägt ein. Ja, wie ich vermutet habe. Ja, der helle Teich, heute leider nicht so, aber wie gesagt, ihr könnt euch da eine kleine Faustregel halten. Helles Wetter, dunkler Teich, dunkles Wetter, heller Teich, genau. Ja. Und da fahrt er eigentlich immer gut mit, gerade heute der Pelletteich, der braune. So, endlich ist der Knüppel auch bei mir krumm gegangen. Und ja, was soll ich sagen, momentan drückt diese Forelle jetzt irgendwie richtig runter und hier zur Seite. Ich habe es schon gesehen, ist jetzt keine Lachsforelle im ersten Moment, wie ich dachte. Aber kämpfen tut sie wie ein Thunfisch. Ich will auch nicht hochkommen, jetzt dreht die sich auch noch. Aber das wird ihr jetzt auch nichts mehr nützen. So, so, da haben wir sie. Wunderbar. Unser Angeltag, der neigt sich langsam dem Ende zu. Wir sitzen hier wieder auf der Bank wie am Anfang. Ja, Leute, gut gelungener Tag, würde ich sagen, jetzt für die paar Stündchen und sowas. Und ja, man hat auf jeden Fall deutlich gesehen, dass der dunkle Teig heute die Erfolgsfarbe war. Und irgendwann habe ich ja den Marcel gesehen, dass er dann auch zur dunklen Farbe gegriffen hat. Weil ja, diese knalligen, hellen Farben bei den Wetterbedingungen, ich glaube, das schlägt den Forellen zu sehr ins Auge. Und ja, gut. Nichtsdestotrotz, wir haben Fisch. Ich habe 3 Fische gefangen, das freut mich natürlich auch. Einen habe ich verschlagen, hätten 4 sein können, aber egal, so ist das normal beim Angeln. Genau, das gehört auch mal dazu. Die haben ja auch alle einen verschlagen, also ich bin ja nicht alleine. Ja, die Firma Paladin stellt heute ein Gewinnspiel zur Verfügung. Was genau stellt jetzt David und Marcel vor? Was habt ihr denn Schönes hier zur Verfügung? Um den Angeltag hier in der Angelanlage Millerscheid abzurunden. Wir hatten echt einen schönen Tag. Topfische, Top-Beißverhalten. Wie ihr gesehen habt, wir haben unser Eis vergessen, aber sogar das konnten wir hier bekommen. Also hier ist, glaube ich, jeder wirklich bedient. Ja, wir haben noch was Kleines mitgebracht, hast du ja schon gesehen. Genau. Hier haben wir das Teichpaket gegeben, da kommt noch was zu. Ich habe das Teichpaket hier für euch. Was habt ihr so? Marcel, was hast du Schönes? Ja, ich habe eine Trout Competition in der Größe 2000. Perfekt zu der Route, die David hat.
Oh ja, genau. Weil man mit Rolle und Teich nicht viel machen kann, gibt es dafür auch noch die passende Route. Die Einsatz-Short-Competition, gerade bei vorsichtigen Bissen mit der sensiblen Spitze, seid ihr da bestens vorbereitet und werdet eure Fische fangen. Ja, ja, um das ganze Set hier zu gewinnen, müssen wir natürlich eine Gewinnspielfrage stellen. Soll ich sie stellen? Willst du die stellen? Oder? Ja, können wir gerne machen. Genau. Als Frage haben wir uns Folgendes überlegt. Wir haben heute ja ein paar Mal erwähnt, bei dem hellen Wetter Sonne scheint, mit welcher Teichfarbe haben wir gefangen? Hört ihr ab und zu mal in dem Video, wer es vielleicht nicht beim ersten Mal rausgekriegt hat. Schaut noch mal rein unter allen, ja, die das kommentieren. Hier unter dem Video bei YouTube, ganz wichtig, wird dieses Set verlost. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, oder? Ich auch sagen, genau. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ansonsten, Leute, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ja, eine schöne Lachsforelle konnte ich noch bekommen. Ja, kurz vor Feierabend hat es nochmal eins reingeschlagen hier. So soll es das sein. Herrlicher Fisch. Auch das ist möglich. Ja, jetzt aber ciao, würde ich sagen.